Ja, mit Hilfe von Lernferien sollen inhaltliche Lücken geschlossen werden. Wie es mit den räumlichen Lücken in den Schulen aussieht, darüber spreche ich jetzt mit Rüdiger Wüllner, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Hallo Herr Wüllner, schön, dass Sie sich wieder die Zeit für uns nehmen. Ja, guten Abend, Frau Henke. Klar, gerne. Herr Wüllner, in der Theorie klingt es ja recht einfach. Das Land und die Kommunen hätten jetzt eben 6 Wochen Zeit und haben eben auch aus der Vergangenheit gelernt, sodass die Schulen sich vorbereiten können und nach den Ferien durchstarten können. Denken Sie, dass es in der Praxis auch so leicht wird, wie es sich in der Theorie noch anhört? Nee, das wird leider nicht so einfach. Also es wirken jetzt noch zahlreiche Schulleitungen in den Schulen und Lehrkräfte kommen in der 5. und 6. Ferienwoche wieder in die Schulen zurück und fangen dann wieder an, das Schuljahr vorzubereiten. Wenn jetzt zu vielen Regelungen erst Tage vorher eine Mail wieder aus dem Ministerium an die Schulen ging, ist das zu spät. Also das jetzt alles in den Ferien vorzubereiten, ist wieder zu viele Erwartungen an überlastete Kolleginnen und Kollegen gesendet. Sie sind selber Lehrer, haben jetzt eben Sommerferien. Können Sie das denn nutzen, um noch mal ein bisschen durchzuatmen? Oder überwiegt da doch der sorgenvolle Blick in die Zukunft? Wie ist gerade so Ihre Gemütslage? Nein, also wir brauchen Erholungsurlaub. Zigtausende Lehrerinnen und Lehrer in NRW und die tausenden Lehrerinnen in Duisburg auch. Ich auch. Und uns steht Erholungsurlaub auch zu. Und wir machen dann nach Rückkehr aus dem Urlaub am Ende der Ferien gerne weiter. So, wenn aber entscheidende Regelungen erst Mitte Juli durchgegeben werden, so wie das ja auch in der letzten Schulmail steht, ja, dann können wir am Ende da den Faden wieder aufnehmen. Aber das ist spät und das liegt nicht an den Lehrern, die in der Pandemie da genug gewirkt haben. Welche räumlichen Veränderungen würden Sie sich denn noch wünschen? Also Stichpunkt Raumluftfilter oder auch eben diese Ampelsysteme. Wie groß ist da noch der Nachholbedarf? Ja, wir hätten auch gerne Klarheit, was die Impfungen angeht. Müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis da die Datengrundlage besser wird. Die Raumluftfilter, die Filtrationsgeräte, das ist auch schon immer Anliegen der GEW gewesen. Da wurden die besorgt, die nach Förderrichtlinie bestellt werden konnten. Man muss im Herbst die Daumen drücken, ob das so reicht, ob das noch so weitergehen kann. Auch hier sind Hausaufgaben nicht gemacht worden von Seiten der Verantwortlichen. Und man muss wahrscheinlich auch wieder sich überlegen, wie Wechselunterricht gewährleistet werden kann und unter welchen Spielregeln. Jetzt haben Sie auch gerade schon den Wechselunterricht und auch die Impfungen angesprochen. Noch ist ja nicht so sicher, ob die Impfungen demnächst ausreichen werden, um eben diese Herdenimmunität zu schaffen. Dann gibt es ja auch noch die große Diskussion mit Schülerinnen und Schülern. Da wartet man ja noch auf die STIKO, ne, ob die geimpft werden sollten. Und dementsprechend ist ja auch noch nicht klar, ob wir bald wieder zu einem Wechselunterricht zurückkehren. Was denken Sie, wie wahrscheinlich ist das Szenario, dass wir nach den Ferien doch wieder da weitermachen müssen? Ja, da müssen wir wieder auf die Virologinnen und Virologen hören. Dann können wir als Verband für Erzieherinnen und Lehrer und Hochschullehrkräfte nicht schlauer sein. Da müssen wir darauf warten, auf die Einschätzung, wie Reiserückkehrer auch Inzidenzen und die ganze Situation da verändern. Ins letzte Schuljahr sind wir gestartet mit geöffneten Fenstern und Masken tragen. Ich denke, so werden wir auch wieder anfangen, wenn dann die Einschätzung kommt, dass es wieder wichtiger ist, Abstände zu halten bei der Delta-Variante, die auch dann wieder stärker werden wird und gefährlicher werden wird. Dann werden wir den Faden von Wechselunterricht auch wieder aufnehmen müssen, denke ich. Aber wie diese Spielregeln aussehen, das wurde noch nicht wieder kundgetan. Stichpunkt Wechselunterricht. Sie hatten gerade schon gesagt, die Hausaufgaben, was die Raumfilter angeht, wurden noch nicht zu Genüge getan. Auf der anderen Seite steht ja eben noch das Internet. Immer noch nicht haben genügend Kinder Zugang zu Internet oder eben auch die Verfügung über Laptops. Wie sieht das bei uns in Duisburg aus? Wie groß sind da noch die Hausaufgaben, die gemacht werden sollten? Also da möchte ich ein positives Signal setzen. Da sehe ich, dass die Stadt sich bemüht hat, die Gelder zu verausgaben, die Geräte anzuschaffen für Lehrkräfte und auch für die Schülern zustehen. Man muss noch ein bisschen genauer klären, wie und unter welchen Umständen. Das sollten sich Schulen alles selber ausdenken, ist auch okay, aber nochmal ein paar allgemeine Gedanken dazu wären vonnöten. Und ich muss sagen, ich habe jetzt im Frühjahr, im Frühsommer mit meinem dienstlichen Gerät
im dienstlichen WLAN meiner Schule gesessen und konnte an einer Videokonferenz teilnehmen. Das habe ich anderthalb Jahre zuvor hätte ich das für Science Fiction und unmöglich gehalten. Das hat funktioniert, weil die Stadt Duisburg hier auch beschleunigtes Handeln gezeigt hat. Das ist vielleicht noch nicht jede Ecke ausgeleuchtet, das ist noch nicht an jeder Grundschule so, aber hier sind Schritte gegangen worden, das hätte ich vor anderthalb Jahren nicht für möglich gehalten. Also es hat sich auch durchaus etwas getan, vor allem hier auf kommunaler Ebene. Auf der anderen Seite gibt es eben noch Nachholbedarf. Wir warten ab, aber jetzt genießen Sie erstmal und Ihre Kollegen die Sommerferien und ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ja, danke sehr.